Hi Leute, hier sind die Bilderjäger und wir gehen jetzt zum Fight-Event nach Waldbach. Guten Tag, guten Tag, liebe Gäste, guten Tag, liebe Bruderfreunde. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Bruder-Gala in Waldbach. Ich danke den Zuschauern, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche allen einen tollen Nachmittag, viele sportliche Highlights. Das Programm verspricht sehr viel und ich wünsche allen, dass sie sich nicht verletzen. Herzlichen Dank. So, jetzt darf ich bitte alle Kampfsportler schön von der Matte begeben. Der erste Auftritt ist das Taekwondo-Center von Heilbronn unter der Leitung vom Sensei Müller Oberst. Abwehrtechniken, die Sie hier sehen. Sowohl mit der Faust, mit der Handkante oder mit dem Bein. Alles berührungslos beim traditionellen Taekwondo.
Innenhandkante. Ja! Das Brett hat jetzt kein Gegenlager, das heißt, es schwebt frei. Ist natürlich umso schwieriger, dieses Brett mit der Ferse zu treffen und dann auch noch zu zerschlagen. Wir werden jetzt versuchen, einige Personen springen und mit einem sogenannten Yokchagi, einem Sidekick, versuchen das Brett zu zerschlagen. Ja, Kapselung. Ja, Tisha. Sie sehen jetzt einige Dartträger. Sind alles erste Darmträger, neunte, laufen jetzt im Vorbeilauf, neunte. Ja. Sie sehen jetzt 15 Formen auf von 20. 20 gibt es bei uns im traditionellen Taekwondo. Und hier, Jungs, sind 42 Bewegungen, läuft unser Matthias. Als nächstes sehen Sie eine Selbstverteidigungstechnik mit Bruchtest, Hosin Sul genannt. Das ist kein Bestandteil der Prüfungen. Prüfungen bestehen aus Kampftechniken, Yongs, also diese Formenläufe, die Sie schon gesehen haben, und dann entsprechend Bruchtest. Jetzt noch zusätzlich eine Selbstverteidigungstechnik. Einer greift an, da kommt eine Abwehrtechnik und dann der Schlag gegen den Gegner natürlich hier auf dem Brett. Die meisten von Ihnen, von euch, werden wahrscheinlich ihren 18. Geburtstag zu Hause mit der Familie gefeiert haben. Haben da einige schöne Stunden noch in Erinnerung, könnte ich mir vorstellen. Bei uns ist es etwas anders. Da sind sehr, sehr viele Ehrgeizige mit dabei. Und bei uns ist es so, wir haben unsere Katrin heute dabei. Katrin, kommst du mal bitte ganz, ganz kurz zu mir. Die feiern nämlich den 18. Geburtstag bei uns. Und das finde ich ganz, ganz toll. Alles, alles Gute, alles Gute. Im Namen der Schule, im Namen von Ihnen, später nochmal ganz persönlich. Jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass Sie nicht heimgeht und dafür einen Kuchen zur Verwandtschaft folgen, sondern dass Sie uns vielleicht einen Bruchtest zeigen. Ich sage Ihnen jetzt, ich weiß davon überhaupt nichts, ist auch ganz breit gerade geworden. Aber
Es ist ein sehr schwieriger Bruchtest, denn es müssen zwei Bretter gleichzeitig zerschlagen werden. Einmal mit dem Fuß, Sie sehen es gerade, unser Trainer, der eben zeigt es gleich, und einmal mit der Faust. Das Teil der Traumhüllprüfung.